Hallöchen meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Schon wieder gab es ein sehr geiles Quality of Life Update und ich bin ein bisschen erkältet. Ja, dann müssen wir alle durch. Gucken wir uns das Ganze mal an, let's go. Hi, ich bin's, der Leon. Die Jungs von der Frittenrensch nennen mich Jeff. Wo ist das Wohnzimmer hier? Wie es scheint, sind die Volvos weiterhin an der Sprungproblematik dran. Die ganze Sache war ja etwas unkonsistent. Und hier haben sie bereits mit der ersten Zeile für ordentlich Verbesserung gesorgt. Hier sind sie auf folgende Konsistenz gekommen. Und das ist insane, die zweite Nachkommastelle. Es ist alles so genau, unabhängig davon, wie weit man vom Origin, also vom Anfang entfernt ist. Mit diesem Schritt sind sie jetzt deutlich genauer, als es zum Beispiel auch in Go der Fall war. Es wird hier unten auch erklärt. In CSGO und auch in CS2 war die Variation immer 0,03. Und die Sache war immer auf die Herkunft, auf den Start bezogen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Inferno unterwegs sind und uns hier mal die Positionsanzeige anmachen, dann kann ich hier auf Inferno zum Beispiel einfach mal auf die Startposition gehen. Das ist diese hier, also im 000-Bereich. Bis vor kurzem wurde der Offset von dieser Position hier gezählt. Das ist ein Stück hier unten in der Wand. Also für Inferno jetzt zum Beispiel. Das ist irgendwie komisch, dass man das immer von da gezählt hat und nicht einfach von der Position, von der aus man springt. Jetzt können wir hier mal einen kurzen Test machen. Ihr seht hier links den Jump und dann auch die Höhe, die ich erreiche. 55,83, 55,83, 55,83, 55,83. Also es ist absolut krass. So hoch war die Konsistenz nie. Der nächste Punkt beschreibt die Schwierigkeit, auf ein hohes Objekt zu kommen, das ungefähr auf der Höhe ist, auf der auch dein Sprung endet. Hierzu fällt mir eigentlich nur diese Kiste auf Mirage ein, um das zu testen. In Theorie müsste meine Konsistenz beim hier hochspringen also noch deutlich gestärkter sein, als es damals der Fall war. Ich habe beim letzten Mal, ich glaube, 4 Sprünge am Stück geschafft. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Sieht doch schon mal. Das sieht doch... Oh, ich habe mich drunter geduckt. Das sieht doch soweit gut aus. Ich habe jetzt noch keinen verkackt. Außer als ich mich hier gerade eben drunter geduckt habe. Ah, man kann es eigentlich nicht schaffen. Ich teste jetzt mal was. Ich habe diese Stamina-Anzeige. Ihr seht hier noch neben meiner Facecam den Bereich, an dem ich abgesprungen habe. Also ich bin bei 80 abgesprungen. Jetzt springe ich zum Beispiel bei 67 ab. Der letzte Sprung war nicht volle Power. Und jetzt warte ich kurz. Ja, okay, dann... Dann schafft man es nicht. Also wenn man da rumkackelt und zu wenig hat, ihr müsst warten, bis ihr 80 habt, dann geht's. 80 erreicht man innerhalb von 0,5 Sekunden, würde ich sagen, circa. Also wenn ihr so einen Sprung, das war sogar mit 79,1 trotzdem hoch. Wenn ihr so einen Sprung mal nicht schafft, kurz warten. Aber das wusste man im Vorfeld eigentlich auch schon. Also die Konsistenz ist auch hier absolut krass. Der nächste Punkt beschreibt das, was ich euch eben gezeigt habe. Diesen Stamina-Abspringpunkt, dass der auch angezeigt wird. Wie viel Stamina hatte ich gerade beim Springen? Also als ich losgeflogen bin. Der Befehl Show Pause an sich wurde auch verändert, weil hier mitunter wohl falsche Jumping-Zahlen standen. Und der letzte Punkt könnte wohl auch etwas in Richtung Networking gehen. Denn es gab wohl Fälle, in denen man von einem Sprung wieder zurückgezogen wurde, wenn der Server dachte, der hat gar nicht Space gedrückt. Der gesamte Punkt Jumping abgehakt. Sehr, sehr geil. Weiter geht es mit MISC. Hier wurde die Priorisierung bei C4 und Waffen verändert. Wenn eine Waffe auf dem C4 liegt und du willst diffusen, dann kannst du trotzdem diffusen, weil das Diffusen halt priorisiert wird und nicht das Aufheben der Waffe. Der nächste Punkt ist auch sehr interessant, ist mir aber nie aufgefallen. Und zwar ist es jetzt so, dass wenn du durch zwei Hitboxen hindurch schießt, zum Beispiel durch beide Arme, was eher selten der Fall ist, aber Beine, dann zappelt das Bein, das näher am Einschlag ist. Und zwar das hier vorne. Mit den alten Settings war es wohl mitunter so, dass die Kugel hier durchfliegt, durch das Bein, Damage macht, auch blutet, in das Bein schlägt und das Bein dann zappelt und nicht das, was näher an dir dran ist. Es ist einfach eine Sache des Aussehens, also es sieht einfach passender aus. Da achten wahrscheinlich gar nicht viele drauf, wie sehr jetzt gerade ein Bein gewackelt hat oder meinetwegen ein Arm. Aber ja, jetzt ist es eben der Part, der am nächsten beim Schießenden ist. Der vorletzte Punkt sorgt dafür, dass Granatenexplosionen den angesammelten Rauch an Leuten, ihr wisst ja, wenn man im Rauch steht und durch den Rauch läuft, dann hat man so ein bisschen Rauch an sich dran am Player. Da seht ihr den Smoke, der an den Leuten dran pappt? Die Granatenexplosionen entfernen jetzt also auch diesen Rauch, der an den Leuten dran klebt. Ich teste das mal kurz hier an diesem Heini. Ich werde einfach eine Nade reinschmeißen und halt, die ist ein bisschen weit. Ja. Heini Nummer 2. Show me that. Weiß ich jetzt nicht. Da fehlt mir leider das Vorher-Nachher-Bild irgendwie. Naja, ich bin irgendwie zu doof. Ich liege nur daran, weil ich erkältet bin. Leute, bitte. Da habe ich jetzt keinen Riesenunterschied gemerkt. Aber naja, Stability Improvements gibt es noch zu guter Letzt hier bei MISC. Sehr schön, immer gern gesehen. Die sind im Moment fast in jedem Update enthalten. Und sorgen dafür, dass wir zunehmend bessere FPS zum Glück wieder bekommen. Oder dass das Spiel weniger abstürzt. Und zu guter Letzt wurde noch bei das 2 eine Gap gefixt. Ich will noch kurz was testen. Hoppa!
Mara. So, dann sehen wir uns gleich im Livestream. Heute wieder ab 18 Uhr sind wir am Start. Elo holen, ein paar Sternchen noch snacken. Ich habe noch ganz viele Sterne für euch. Ihr dürft euch aussuchen, was ich ziehe. Und das, was ich ziehe, gewinnt ihr dann. Wird eine geile Meile. Denkt dran, dass wir auch aktuell dieses Knife-Giveaway am Start haben. Also kommt gerne mit rein in den Stream. Da kann man mitmachen. Heute gibt es für euch noch was Besonderes im YouTube-Giveaway. Und zwar so eine schöne Wurst. Guck mal da. Big Kev, der große Kevin. Den könnt ihr gewinnen, wenn ihr Folgendes in die Kommentare reinschreibt. Und zwar, seid ihr eigentlich so ein Movement-Gott? Ist hier ein Movement-Gott unter euch oder spielt ihr ganz normal? Wie wichtig ist es für euch, dass die Sprünge halt gescheit funktionieren? Wie krass seid ihr überhaupt unterwegs? Gibt da viele, die können sich noch nicht mal richtig ducken, wenn sie bei Window durchgehen auf Mirage. Und andere machen die krassesten Sprünge, um schnell halt irgendwo hinzukommen, sich ein Timing zu verschaffen und so weiter und so fort. Wie ist es bei dir? Bist du ein Movement-Gott oder eher so ein jemand, der halt viel sitzt? Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch bei dieser Wurstgeschichte mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes. Absoluter Banger. Danke auch für eure Trades. Holy shit. Ihr habt mir letzte Woche wieder so viel Tolles geschickt für die Giveaways. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich gehe jetzt dann gleich in den Stream. 18 Uhr geht es los und dann dödeln wir gemütlich rein. Ich kann heute nicht so richtig ausrasten, zwecks Stimme. Wir werden auch später, heute Nacht irgendwann ganz gemütlich die neue Seven vs. Wild-Folge gucken und uns halt einen chilligen, aber Elo-reichen Abend machen. Das ist bekannt. Elo Plus ist bei uns Standard. Also dann bis gleich. Ciao, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.